Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 359 von The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin wie versprochen zu diesem Örtchen da gereist, zu dem stillen kleinen Örtchen. Wo es die zwei Quests hier gibt, genau die zwei Teiler hier. Ist sonst hier eigentlich noch was? Alchemie-Zutaten, ja, irgendwelcher Kram und irgendwelche Eingänge zu irgendwelchen Höhlen. Jo, nee. Also die zwei Quests und die würde ich mir ganz gern mal ansehen, was da noch los ist. Machen wir jetzt mal. Bin ich mal gespannt. Und dann, wie gesagt, werden wir in der Hauptquest weitermachen. So ist mein Plan. Wie kann ich dir dienen? Ach so, ist hier die Anmeldung zum Rennen? Jo, komm, machen wir mal. Bist du Svana? Ich bin wegen der Heldenrennen hier. Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Freya kennt keine Fremden. Jedermann kann sie ehren, indem er in den Rennen sein Leben aufs Spiel setzt. Unsere Rennen sind anders als auf dem Festland. Bei uns gibt es nur eine einzige Regel. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Manchmal ist das der Schnellste, aber manchmal auch derjenige, der seine Gegner aus dem Sattel holt. Daher der Name. Was kostet die Teilnahme? Mut. Wenn du den hast, häng ein Hufeisen da auf. Ich mach mit, was gibt es zu gewinnen? Vielleicht ein andermal. Ein bisschen Übung hat noch keinem geschadet. Also, wo finden die Rennen statt? Die ersten drei auf Art Skellig. Wer jedes mindestens einmal gewinnt, tritt auf Hindarsfjall in einem letzten Rennen gegen den letztjährigen Meister an. Verstehe. Wie heißt er? Sie, Astrid von Spiekeroog, auch bekannt als die Viper. Interessanter Spitzname. Und absolut verdient. Viel Glück, Hexer. Mögen deine Taten der Göttin Freude bereiten. Oh Gott, was machen wir jetzt schon wieder? Dein Name sei verflucht. So, und jetzt Quest verfolge. Gewinne jede Qualifikationsrunde mindestens einmal. Heldenrennen Fairrund. Ach du Scheiße. Firestyle. Ach du Kacke, was haben wir alles verpasst? Oh Gott, nee. Mache ich jetzt wirklich noch Heldenrennen? Ist das jetzt wirklich... Ach, das wollte ich auch gar nicht sehen. Ich wollte auf die Weltkarte schauen. Da war da noch eine Quest. Oder war das dann... Nee, das ist nochmal eine andere Quest. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Oh Mann. Ja, genau. Okay, er trollte. Ja, jetzt geht's ab. Jetzt läuft der Laden so richtig. Mächtige Freya, hilf uns, unsere Schwüre zu erfüllen. Was ist denn jetzt kaputt? Oh Mann. Wer bist du? Was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. An solchen Orten sind sonst nur Nekrophagen zu Hause. Ja, da gibt es Leichenfresser. Und sie werden täglich dreister. Sie greifen schon die Lebenden an. Wir töten sie alle. Wir säubern die Mine mit den Schwertern in der Hand und ehren unsere Väter dabei. Jo. Ich bin ein Hexer. Ich könnte mit euch kommen und helfen. Und uns den Ruhm stehlen? Niemals! Was wollt ihr mit dem Ruhm, wenn die Ghule euch die Knochen abnagen? Wenn ich's recht bedenke, da ist was dran. Na schön. Geh du voran. Ich ziehe meine Gute für Ruhm und Ehre. Hilf den Kriegern, die Nekrophagen in der alten Mine zu töten. Oh, jetzt muss ich auf die beiden Krieger wieder aufpassen. Ach, das kann ja was werden. Ja, komm, lasst mich vor. Wohin gehst du? Komm, lasst mich einfach vor, bevor ihr tot seid. Ich kenne euch. Alten Ghule. Ah, ich habe natürlich jetzt nicht alles geholt, was hier zu holen wäre eventuell. So, da vorne sehe ich doch direkt schon Bewegungen. So, Ghule, kommt her. Und lasst bitte Verschlinger. Lasst bitte meine Leute leben. Bitte, bitte, bitte. Ist... Ach ja, klar. Was ist denn... Ach so, das sind die Explosionsviecher. Oh, oh. Oh, oh, ich glaube, meine Leute sterben. Oh Gott. So. Und was das an Schaden abzieht. Wahnsinn, oder? So, aber... Ja, gut, okay. Die Verschlinger sind, glaube ich, weg. Kann ich die irgendwie heilen, meine Leute? Ja, klar. Über einen Zauber, den ich dann selbst da hätte keinen Skill, was ich schon lange nicht gemacht habe. So, Krieger, Krieger. Die sind noch halbwegs beisammen. Noch leben sie. Gut, auf der anderen Seite, mir ist es eigentlich egal, ob sie überleben oder nicht, oder? Also jetzt mal so ganz egoistisch gesprochen, sehe ich jetzt nicht den riesen Nachteil drin, wenn sie es nicht schaffen. Es war für mich eigentlich relativ eng jetzt, wenn die da zweimal explodieren. Das ist schon recht heftig, was da so an Schaden rausgeht, muss man ja auch mal sagen. Komm, Fackel, gucken wir uns die Sache mal an hier. Hey da, wohin gehst du? Ja, bleibt am besten weit, weit hinter mir.
Geh mal kurz hier rein. Ist da was? Ja, da ist was. Ich bin ganz am Anfang an der Kiste vorbeigelaufen. Oh Gott, jetzt wird der Inhalt da noch so heftig. Ich glaube, mit Part 420 werden wir das Ende erreichen. Das ist ja Wahnsinn. Bin ich jetzt wieder am Anfang, oder was? Nee. Was habe ich da gerade eingesammelt? Weiß ich auch nicht. Oh Gott. Hallo, sammel ein. Na, ist das jetzt wieder der Anfang? Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder was? Nee. Oh, was weiß ich. Keine Ahnung. So. Was sind denn meine Typen hier? Typis. Da hinten irgendwo. Was machen die da hinten? Aha. Quest aktualisiert. Oh, Quest gescheitert. Was ist denn jetzt los? Ich mache hier nur noch Scheiße. Oh, ein Aalghul hat sie fertig gemacht. Och, das ist doch nicht wahr jetzt. Oh, Mann. Oh, ich bin so schlecht. Sorry, Leute. Oh, jetzt will ich zu viel. Mach nur noch Blödsinn. Jetzt hagelt's aber richtig Quest-Scheiterung. Oh, Armbrust. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch eigentlich egal. Wirklich. Also das hier denke ich jetzt nicht, dass das so dramatisch ist. Für Ruhm und Ehre. Klar, hätte vielleicht ein paar Erfahrungspunkte jetzt gebracht, aber war auch eine unterlevelige Quest. Ja. Ein schöner Begriff für solche Quests. Oh, das ist ja mal nervig jetzt. Jetzt die andere Frage, habe ich was übersehen am Anfang oder nicht oder doch oder vielleicht oder keine Ahnung. Ah, da müsste man natürlich den Weg zurück wieder kennen und gab es überhaupt einen Weg zurück oder bin ich denn nicht gerade schon zurückgelaufen? Was weiß ich. Komm, es ist egal. Ah, das sieht doch mal nach Weg zurück aus. So, ich hol die Sachen hier auf. Eine Spitzhacke braucht man auch ab und zu mal. Hier war, glaube ich, irgendwo eine Kiste und da bin ich dran vorbeigerannt. War das hier? Was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, hier bin ich rein und dann war doch irgendwo linke Hand eine Kiste. Oder war es doch rechts die? Ja, wahrscheinlich rechts die. Keine Ahnung. So, ich werde ja jetzt hoffentlich nicht wieder irgendeine Katzenausrüstung oder irgendwas verpeilt haben. Hoi, jetzt hagelt es ja richtig Fehlschlag-Quests. Seht euch das an. Vorher hatte ich kaum welche. Ein leerer Stall. Was ist das? Finde mehr über den Auftrag heraus. Finde mit Hilfe deiner Hexerin heraus, wer der alten Frau die Hühner stiehlt. Aha. Dann sprich mit Hacker, klar, da musste ich mich ja entscheiden. Eiserne Jungfrau. Geralt tat, was Jutta verlangte und erstritt sich so das Recht, gegen sie anzutreten. Achso, das Recht ist halt gegen Olaf dort zu gewinnen, oder was? Oder besiege Gunnar steht da, okay. Ja, aber sie hat ja auf Olaf noch abgezielt, keine Ahnung. Bezaubert von seiner Männlichkeit und Stärke bat sie ihn zu einem Stelldichein am Strand, doch Geralt hatte kein Bedürfnis, sie näher kennenzulernen. Dankte ihr daher für den Kampf und machte sich wieder auf den Weg. Für Ruhm und Ehre, Skelliger sind zwar berühmte Krieger, die sich in fast jede Schlacht behaupten können, doch die Leute, die Geralt in der alten Mine auf Hindersfall traf, brauchten offenkundig Hilfe. Sie hatten geschworen, die Mine von Ghulen zu befreien und waren auch Manns genug, es zu versuchen. Doch der Hexer bezweifelte, dass sie es alleine schaffen. Er bot seine professionelle Unterstützung an. Zunächst zögerten die Männer, doch dann beschlossen sie, sein Angebot anzunehmen. Jo, leider ist aber die Geschichte dann nach hinten losgegangen. So, und da haben wir dann natürlich die Dinger hier. Die Heldenrennen. Ha, keine Ahnung, wo bin ich denn hier? Bin ich nicht in Friar's Tal? Irgendwo bin ich doch hier. Ah, oh, nee, bin ich doch nicht. Wo bin ich dann? Fairlund? Keine Ahnung. Doch, Fairlund. Ich glaube, da bin ich. Begib dich zur Stadt. Ach Gott, das ist ja alles 8000 Kilometer weit weg. Wo bin ich dann hier? So, guck mal auf die Weltkarte. Ich dachte eigentlich, das wäre Lavik. Das ist nirgendwo hier immer. Oh Gott. Oh, egal. Komm, ich würde sagen, dann machen wir in dem Part jetzt diese komischen Heldenrennen. Und dann könnte ich hier zum nächsten Part hin oder vielleicht noch in diesem Part diese Overmods-Tante da an versuchen herauszufordern. Ja, so irgendwie. Keine Ahnung. Komm, pack die Fackel weg. Jo, ich hoffe, mir gelingt das jetzt alles, so wie ich das ganz gerne hätte. Interessant, oder? Was da alles noch gibt. Ich wollte da jetzt eigentlich ganz schnell machen und habe gedacht, ja cool, dann machen wir hier Richtung Hauptquest weiter, aber das kann man ja komplett haken. Ist ja mal Wahnsinn, oder? Also ich finde es echt richtig geil. So, ich probiere das jetzt mal mit diesen Rennen da. Oh je, ich bin ja ein ganz erfahrener Rennmeister, wie ich schon ein paar Mal zu Beweis gestellt habe. Aber vielleicht kann man hier auch noch irgendwas Wichtiges gewinnen. Ich glaube es zwar eher nicht, aber man kann es ja nie wissen. Wahnsinn, ey.
Tja, wenn ich jetzt noch versuche, keine Quests mehr anzunehmen, da kommen immer mehr dazu. Ist ja klar. Die gute alte Theorie. So, da ist mein Pferdchen. Auf den Sattel und los. Begib dich zur Startlinie. Jo, so machen wir das. So, das Rennen hier scheint ja relativ flaches Land zu sein. Könnte man ja eigentlich mal schaffen, würde ich schon mal sagen. Ja, doch, das wird euch gefallen. Da, so, komm, ich würde gerne mitmachen. Svana hat dich für die Rennen zugelassen. Aber hast du wirklich den Mut dazu? Fangen wir an. Hört her, Leute. Für die Ehre von Modron Freya reiten heute Geralt von Riva, Ave Rudersmann und die Rote Rika. Ich könnte sie natürlich auch einfach aus dem Sattel hauen. Wäre eigentlich auch mal eine lustige Theorie. Du und diese Jennifer, ist das was Ernstes? Ja, ich denke und hoffe doch. Komm, bleib ganz gemütlich hier. So, muss ich hin? So, blau. Werden jetzt auch blau angezeigt. Oh, oh Gott, was mache ich da? Ja, die ist sau schnell. Was geht denn ab? Du reitest wie eine Frau. Ja, bleib ganz locker. Komm, Hexer, nee. Du reitest wie eine Frau. Ich triff sie nicht. Komm, schlag sie runter. Oh, doch nicht. Ging nicht. Hä, hab ich jetzt gewonnen oder was war das? War es das schon? Echt jetzt? Oder war das zweiter Platz? Da bin ich disqualifiziert worden, weil ich da rumwedle mit meinem Schwert? Keine Ahnung. Hallo? Und der Sieger ist der Hexer Geralt von Riva. So ein Sieg verdient eine Belohnung. Hier, möge sie dich an diesen ruhmreichen Tag erinnern. Tja, der war wirklich sehr ruhmreich, der Tag. 25 Erfahrungspunkte, das lohnt sich ja teilweise wirklich noch, muss man ja mal sagen. Und 50 Kronen. So, Pferdchen, wo bist du? Serikanische Satteltaschen. Ich glaube, die waren recht wichtig und wertvoll. Heldenrennen, faire Lund, keine Ahnung. Die serikanischen Satteltaschen waren, glaube ich, die 100er Satteltaschen, oder? Vielleicht sind sie noch stärker, keine Ahnung. Ja, es sind die 100er, sehr schön. Ja, also wenn man die zu diesem Zeitpunkt noch nicht hat, hier bekommt man sehr schöne Satteltaschen her. Wunderschön. So, und da würde ich sagen, gucken wir mal Quests, was haben wir da noch? So, zu Ehren der Göttin. Gewinne, also mindestens einmal, das soll man natürlich schaffen. Kehrt Rolde, Freiestal, immer mal Freiestal zuerst. So. Oh, das ist ja hier direkt in der Nähe. Echt? Gibt dich, oder habe ich das gerade gemacht? Los, lauf! War das gerade das, was ich gerade gedingst bin? Ne, doch, war es doch, oder? Muss es doch gewesen sein. Oder bin ich gerade bescheuert? Hä? Ganz kurz mal. Wie viele Quests von diesen Heldenrennen da habe ich noch? Heldenrennen 1. Oh doch, ne. Ne, das ist tatsächlich ein anderes. Okay, ich mache es jetzt einfach mal so. Wird schon schief gehen. Dann war es doch nicht freies Tal. Und wo ist Freistal? Oh Gott, wie komme ich denn jetzt da hin? Macht das Sinn, was ich da gerade mache? Ja, das schickt mich auch eigentlich einen anderen Weg. Oh Gott. Vielleicht soll ich auch einfach eine Schnellreisefunktion nutzen. Heimatland, das da ist ja nochmal zäh. So, was mache ich? Ja, seht ihr, das ist nochmal absolut... Ah, wobei. Na nee, komm, ich reite jetzt da so drum. Ich reite da so, wie sie es sagen hier. Auf den Weg und dann drücken wir mal A gedrückt. So. Wunderschön. Wie wir es schon lange nicht mehr gemacht haben. Einfach mal den Weg entlang reiten. Mit A gedrückt halten, dann reitet er automatisch den Weg entlang. Wunderschön. Auch das macht Spaß, muss man sagen. In dem Spiel macht so vieles Spaß. Einfach mal der Musik lauschen. Dummes Zeug reden. Und doof an einem Zaun hängen bleiben. Das sind so die Sachen, die mir in dem Spiel Spaß machen. Aber ich stelle mich auch ziemlich dumm an bei den Rennen, oder? Aber es ist auch ganz so einfach. Die Steuerung ist da schon ein bisschen hakelig, finde ich. So, ah, da sind wir doch. So. Ganz gemütlich anrennen, abspringen, Hexer-Style-mäßig. Und dann gehen wir mal zum Schreiber hier. Rennleiter, Hallöchen. Uns fehlt noch ein Teilnehmer für das Rennen. Bereit? Immer doch. Schnapp dir einen Gaul. Leute, wir haben einen dritten. Neben Bald Sigge und Ägir Fischig geht Geralt von Riva an den Start.
Tja, dann versuchen wir mal unser Glück. Freestyle. Oder Freestyle, wie auch immer. Jetzt versuche ich da mal einen runter zu kloppen. Vielleicht gelingt es mir mal. Oh, ne, ich kann auch einfach Gas geben. Ich denke, wenn das so ist wie das letzte Rennen, muss ich einfach nur vorne bleiben und dann dürfte das doch wunderbar funktionieren. Außer die holen einen mit einer Armbrust aus dem Sattel. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt so erlaubt ist, ob das geht. Keine Ahnung. Was jetzt? Im Fiesling. Palisade, okay. Aha, da war ich auch noch gar nicht. Hab ich das Spiel schon mal gespielt? Alles? Kannst du nicht schneller? Doch, ich kann schneller. Bleib ganz locker. So. Pferdeausdauer ist noch richtig oben, wegen meinem supergeilen Sattel oder was es auch immer ist, was ich da so habe. So, wie lange geht denn das Rennen noch? Ich denke, so langsam müsste mal das Ziel kommen. Oh, hä? Wohin? Oh Gott! Falsch, falsch, falsch! Nein! Nein, was mache ich da? Kannst du nicht schneller? Was mache ich? Was mache ich? Oh Gott, ich habe mich verlaufen. Nicht so schnell, Plätze. Ups. Gut, das war schlecht. Oh nein! Ich krieg die Krise. Oh, wenn man einmal nicht auf die Karte guckt, dann... Oh. Ja, und nicht so schnell, Blödsinn. Komm, das war eigentlich ein Sieg von mir, oder? Du hast nicht gewonnen, aber du hast dir auch nichts gebrochen. Das ist schon was, wenn du gegen uns reitest. Ja, Hexer, da ist er enttäuscht. Kann ich direkt hier wieder starten? Bin ich wieder am Anfang? Ja, ich bin wieder am Anfang. Ich würde gerne nochmal. So, und jetzt machen wir das aber. Rennleiter, hallo. Gut, dass du kommst. Ja. Jetzt versuche ich es aber. Schnapp dir einen Gaul. Ja, jo. Jetzt muss das aber klappen. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wo es hingeht. Gut, es ist echt mies. Es ist eine dumme Strecke, muss man sagen. So, komm, gib Gas, Hexer. Schneller! So. Jetzt bleiben wir hier mal auf die Strecke. Ich muss natürlich immer ein bisschen oben gucken, wo ich hin muss. Und dann auch auf die Strecke, ob da irgendwelche Felsen liegen, ob ich irgendwo stark links abbiegen muss. Ich bräuchte hier mal sowas wie einen Beifahrer. Vielleicht sollte ich mal eine Kutsche hinten anhängen oder sowas. So, die Palisade, da mussten wir durch. Jetzt kam irgendwann das mit diesem Felsbrocken, der da einfach mitten auf der Straße lag. Alles? Kannst du nicht schneller? Doch. Ah, das habe ich eben, glaube ich, auch schon genauso kommentiert. So, hier war, glaube ich, der Felsmann, oder? Jo. Einfach dran vorbei. Und jetzt musste ich irgendwann dann gleich stark links abbiegen. Die nächste Kurve stark links. Jetzt hier, glaube ich, oder? War das hier? Ja, jetzt hier und jetzt hier wieder links. So, und dann gewinne ich das Ding auch. So sieht's aus. Ach, ist doch nicht so schwer. Hallo? Prämie. I am brauch Prämie. My English is very, very good. Es ist leicht verhext, sozusagen. Hallo? Hört, Leute, aha. Unser Sieger ist Geralt von Riva. Du hast dir Ruhm und Ehre erkämpft, Hexer, und einen tollen Preis verdient. Wieder 25 Erfahrungspunkte, sehr nett. Vielen Dank. Was noch? 50 Kronen. Und... Kavalleriesattel. Also wenn mich nochmal jemand fragt, wo ich Sattel oder sonst irgendwas her habe, jetzt wisst ihr's. Ich glaube, das habe ich eben auch schon so gesagt. Ist schon erschreckend, wenn man immer wieder das Gleiche sagt irgendwie. So, Kehrt Rolde ist natürlich auch gut. 60er Ausdauer. Oh, ne, ich habe schon 85. Okay, das ist natürlich schlecht, was wir da anbieten. So, und ich denke, dann sollte ich gerade auch nach Kehrt Rolde reisen und dort mal alles verkaufen. Kehrt Rolde ist doch unser... Heimat, unser sozusagen unsere erste Stadt, wo wir hier so ankamen, oder? So hier oben links oder sowas. War das nicht Kehrt Rolde? Genau, Kehrt Rolde. Und dort zur Burg, dort wollen wir hin. Dort wollen wir hin. So, gibt es hier irgendwo eine Schnellreisefunktion? Sehr wahrscheinlich. So, und da werde ich es auch so machen. Für den nächsten Part werde ich das jetzt vorbereiten, dass ich jetzt zu dieser Schnellreisefunktion Dingens da reite. Und die Sachen verkaufe und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter, dass wir dann diese zwei Rennen noch machen. Und dann geht's endlich in der Hauptquest weiter, dann werde ich nichts mehr einstreuen. Jo, scheiß auf Orte der Macht, scheiß auf irgendwelche Quests, die da noch sind. Also nicht wirklich drauf scheißen, sondern einfach mal abwarten, was dann passiert. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht noch was machen. Muss ich gucken, wie das Quest technisch einfach noch weitergeht. Vielleicht ist bald Schluss, ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir noch was.
lassen wir das Schicksal entscheiden. Jo, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich freue mich drauf und sage bis dann, habt einen schönen Tag, haut rein. Ciao.